Freunde, sie sind klein, blau, niedlich, huschelig und puschelig, haben immer Ärger mit einem gewissen Gargamel und sie haben nur für euch heute Abend eine sehr weite Reise hinter sich gebracht. Sie stammen nämlich aus Schlumpfhausen. Ich dachte schon, es wäre mein Vermieter.
Ach so, dein Vermieter ist ein Wessi. Hör doch auf mit der ewigen Jammerei. Ossi, Wessi, alles Blödsinn. Letztendlich sitzen doch Ossis und Wessis alle in ein und demselben Boot. Ja klar, bloß mit dem Unterschied, der eine muss rudern, während der andere angeln darf. Muss man doch Schlimmes über uns Deutsche lesen. Früher, als wir noch getrennt waren, da sind wir noch ein Volk gewesen. Doch wenn man reich werden kann, weiß bloß dem anderen, was kostet. Das nennt der Besti Aufschwung Ost. Der Wessi baut ein Motor und ein Auto drumrum. Das fällt in jeder Kurve um. Ihr echtes, der ist ungeheuer, als es Harald Junke an den Steuer. Und wenn sie tausendmal von A-Klasse lallen, umgefallen ist umgefallen. Und die Moral, weil es eh interessiert, beim Trabi wäre das nicht passiert. Dass man mit sowas in Deutschland weiterkommt? Nicht doch, nicht doch. Aber von der Bundesregierung habe ich das gelernt. Musst du auch mal machen. Mit die Arme. Viel Wind. Mit die Arme. Macht, müsst ihr alle mal machen. Mit die Arme. Viel Wind. Wo sind die Arme? Viel Wind. Ja, und denkst du, damit kommt man hier in Deutschland weiter? Natürlich nicht, aber alle denken, es ist was in Bewegung. Na, da frag ich dich ganz einfach, was? Wo geht's denn hier zum Aufschwung Ost? Das ist doch klar, ganz frisch und munter. Was machst du heute noch so? Gut, gut, andere Frage. Was? Ruhe.
Bitte. Es ist heute Rosenmontag, das letzte Mal, da kann man ja schon mal sein Deck vergessen, oder nee? Sag mal, was liegt denn hinterm Pilz und sieht blau aus? Keine Ahnung. Na, Schlumpfscheiße. Und aus der kommen wir nur wieder raus, wenn wir Politiker-Schlümpfe werden. Da brauchen wir nicht mehr arbeiten, nur noch auf Debatten rumstehen. Man kann Flugzeuge kaufen oder sich wieder mal die Diäten erhöhen. Und auch die Mehrwertsteuer, es wird Zeit langsam schon. 1918 kam der Brot schließlich auch ein paar Millionen. Warte mal. Und wenn nun aber mal die deutsche Politik, ich meine, es wird nie passieren, aber wenn nun mal die deutsche Politik völlig am Boden liegen würde, dann wäre es Zeit, langsam mal wieder ein neues Notopfer zu befehlen. Notopfer? Ja. Und wenn du es Benzin teurer wird? 5 Mark pro Liter. Notopfer. Und wenn sie fürs Bier mehr verlangen? Notopfer. Und wenn sich Elsnitz wegen der vielen Baustellen keine neuen Umleitungsschilder mehr leisten kann? Notopfer. Und ich betone, damit es keine Verwechslung gibt, damit eben hier der Ölsnitzer Karnevalverein wird auch nicht passieren, vor dem finanziellen Ruin stehen würde. Auch Notopfer, hä? Also, erstens, ist es schon mal als Notopfer anzusehen, von den aus DDR-Zeiten gewohnten Polsterstühlen auf diverse Bierzelt-Sitz Garnituren umzusteigen. Ja! Zweitens, hat es beim OCV ein Notopfer schon immer gegeben? Wir haben es bloß anders genannt. Wie? Na, Eintrittspreis. Aber das ist auch das einzige Notopfer, das wir Oelsnitzer, guck, ein paar sitzen noch dazwischen, wenig. Was wir freiwillig bezahlen. Oder nicht? Und wenn das alles noch nicht reicht, dann denk an Waldes Gebot. Spare in der Schweiz, dann hast du in der Not. Zum zweiten Mal. Sag mal, was machst du heute noch so? Ich werde heute noch oberschlumpfig guten Sex haben. Was? Oberschlumpfig guten Sex? Ja! Meine Frau hat gesagt, sie fährt mich hin. Sag mal, hast du schon den neuen James Bond Film gesehen hier? Total geil, der neue James Bond.
hier ja mit dem tollen Auto. Ja, für die einen ist es einfach nur der neue James Bond-Film. Für die anderen der wahrscheinlich längste BMW-Werbespot der Welt. Aber genug von Film. In Elsnitz tobt das pralle Leben. Hier gibt's keine anonymen Alkoholiker, tja, wir kennen uns eben. Und wir trinken zusammen, tun feiern und singen. Wer weiß, was uns dies Jahr für Scheiße wird bringen. Genau, doch die Scheiße steht uns bis zum Hals. Drum machen wir wieder Sommerkarneval. Bis dahin bleiben wir eure Schlümpfe und schütten Schnaps in unsere Rümpfe. So ein edles Teil erhalten. Hey. Oh Gott, Mensch. Komm auf, Dreckhaus. Ja, und an dieser Stelle, wie üblich, mein obligatorischer Satz. Sag einmal, Danny. Ja, Kai, was hast du denn? Sprich. Weißt du denn überhaupt, was das ist? Ein Kakerlack? Ein Kakerlack in einer Streichholzschachtel. Frisst er nicht, ein Kakerlack in einer Streichholzschachtel. Nein, das weiß ich nicht. Tut mir leid. Ein türkisches Tamagotchi. Das musst du ablehnen, Kai. Also wirklich, das habe ich dir nicht zugetraut. Nein! Aber Kai, schau mal. Diese vielen, schönen, hübschen Frauen. Es gibt auch junge Mädchen. Ja, guck mal, dort. Nee, warte, die ist aus Oberhessen, ist sie nicht. Hier unten, die. Da, guck mal, ja. Und dort, schau dir das an. Ja, weißt du, Danny, wenn ich ein Maler wäre, ich würde sie alle malen. Und wenn ich ein Krieger wäre, ich würde sie alle kriegen.